Buenos dias, mis amigos, hier ist für euch wieder Dlafarniol und zwar heute mit der 8. Folge meines Castlevania Lords of Shadow Let's Plays. Heute gehen wir zum Eingang des Labyrinths. Another of Gandalf's upgrades. This was unforeseen, though it should prove useful in the challenges to come. The lost city of Aghata looms before him. I wonder if you know what truly lies ahead for you, Gabriel. What God has in store for you. The land of the Lycans. This ruined city now belongs to their lord, and you can be sure he will not allow you to pass without forfeiture of your life. But in order to bring her back, you need to defeat him, my friend. You need to crush him into the dust, like the worm that he is. Ah ja, das zweite Mal, dass ich diese Folge aufnehme, dass ich diesen Kommentar aufnehme, und zwar... Und ihr werdet, euch vielleicht lachen. Ich persönlich hätte mir eben, als ich es gemerkt habe, voll in der Nüsse treten können. So, da ist es übrigens ein Tor, dass wir nicht mit Goblin-Granaten zerstören können. Jedenfalls, ich dachte ja, ich wollte die Folge eigentlich gestern hochladen, weil ich gestern 3 Folgen hochgeladen habe. 2 Sonic, eine Castlevania. Und ich wollte eigentlich 2 Castlevania hochladen, weil ich dachte, okay... Mache ich das einfach mal, aber nein, es ging nicht, denn ich sehe mir das jetzt alles vorher immer nochmal an und dann habe ich gemerkt, scheiße, mein Kommentar ist gar nicht drunter. Habe ich mir überlegt, warum? Ich hatte es doch gerendert. Und dann kam dabei heraus, also jetzt eben habe ich es gemerkt, es fiel mir nämlich wieder ein, ich hatte das Mikro nicht eingesteckt. Und ich hätte mir so in den Arsch kriegen können dafür gerade. Jedenfalls nehme ich die Folge aber jetzt dann eben nochmal auf. Das ist auch gar nicht zwingend so verkehrt, denn... Naja, ich nehme es halt nochmal auf, meine Güte. Es gibt Schlimmeres. Jedenfalls, was haben wir gerade gemacht? Wir haben gegen Goblins gekämpft und gegen dieses Warzenschwein. Und das hat eben geleuchtet. Das heißt, es ist fast besiegt. Aber manche Gegner, wie eben dieses Warzenschwein, hier können wir dann besteigen. Was nichts mit... sexuelle Handlungen zu tun hat, sondern das bedeutet einfach, wir können uns auf dessen Rücken schwingen und es dann wie ein Pferd reiten, oder vielleicht nicht ganz wie ein Pferd, denn es ist ein riesiges, übergroßes Warzenschwein und kein Pferd, aber ihr wisst, was ich meine. Und dieses Tor, da können wir eben mit Goblin-Granaten zerstören, aber mit der alles vernichtenden Macht eines Warzenschweins, das davor rennt. Was mich gerade an das wundervolle König der Löwen, Zitat. Hey, seht euch die Sau an. Oh, er hat Sau gesagt. Redest du mit mir? Erinnert. Das ist ganz am Ende. Das ist so, ne? Kurz vor dem Kampf sind wir gegen Scar. Wenn dann, wie heißt die Hyäne? Shenzi, glaube ich, sagt. Ja, seht euch die Sau an. Und dann sagt Pumba, redest du mit mir? Und er wird immer wütender, ne? Und Timon sagt immer, oh, er hat Sau gesagt. Das wird er bereuen. Jetzt ist alles aus. Und dann sagt Pumba, man nennt mich Warzenschwein. Ah! Das ist cool, ich liebe diesen Film. Das ist einfach klasse, diese Szene ist zum Sterben schön. Oh, Kollege Dingenslichter. Und da lesen wir uns doch gleich mal durch, was der uns aufgeschrieben hat. Vor mir lauern Lykaner, hinter mir Warzenschweine. Geben die Gottlosen denn niemals Ruhe? Ich habe beschlossen, mich hier zu verstecken, bis die Luft rein ist. Denn an diesem Ort wimmelt es nur so von den Jüngern des dunklen Fürsten. Zudem finde ich einfach keinen Weg, der in die Stadt hineinführt. Es fällt mir schwer, mich in dieser Umgebung zurechtzufinden. Es sind dazu wohl Fähigkeiten erforderlich, die ich offensichtlich nicht besitze. Ich bin so hungrig. Ich habe schon seit Tagen nichts mehr gegessen. Gut, dass er aber noch die Zeit und die Kraft hat, uns da so eine kleine Notiz hinzuschreiben. Ah, Hungertod, nicht schön, ne? Nicht wirklich schön, aber irgendwie, ich weiß nicht. So wichtig sind einem die Typen dann letzten Endes doch immer nicht. Ich finde es immer ganz cool, das so zu lesen, was die eben aufgeschrieben haben. Ist immer ganz nett, soweit. Jedenfalls, ja, kommen wir jetzt zu einer kleinen, coolen Balancier-Passage, und die ist nicht ganz so schlimm wie
diese dämlichen Spinnennetze, die wir im letzten Level hatten, denn hier haben wir wenigstens relativ breite und feste Balken. Und noch ein Kollege Ritter. Kriegen wir hier einen magischen Stein? Ich frage mich, nein, es ist nur eine Schriftrolle. Ich habe meine Kampffertigkeiten geübt und habe entdeckt, dass ich meine Konzentration steigern kann, wenn ich oft blocke. Das macht sich wirklich bezahlt, denn ich kann jetzt viel schneller fokussieren und so meine Magie während eines Kampfes stets aktiv halten. Und das ist so eine Schriftrolle, die eigentlich eher so eine Art Mini-Tutorial nochmal im Spiel ist. Nervig, dumm, und ich hätte lieber irgendwas gehabt, wo so ein Typ mir richtig verreckt. Naja, jedenfalls finden wir hier jetzt einen Lichtmagie-Schleim. Und ganz ehrlich, also inzwischen weiß ich, dass dieser Typ hier ist, aber ich finde, irgendwie ist der ziemlich gut versteckt, wenn man nicht darauf achtet, auf diesen Bereich. Wo rechts unten im Bild und dieses Tor nicht sieht, dann denkt man nicht, dass man da runterlaufen kann. Dann denkt man echt, das ist ein Abgrund da rechts, wo man runterfallen würde. Obwohl da eine Treppe ist. Insofern ist der Schleim, finde ich, wirklich einer der relativ gut versteckten. Verzeihung, ich muss hier gerade immer fast aufstoßen und kann es gerade so zurückhalten. Bin auch gerade erst aufgestanden vor... Jetzt vor einer Viertelstunde, das heißt, so 10 Minuten nachdem ich aufgestanden bin, habe ich hier angefangen mit dem ganzen Bummes, weil ich das jetzt einfach, ich will das jetzt haben, diese Folge. Um Gottes Willen. Hm. Jedenfalls kommen wir jetzt gleich zu einer weiteren interessanten Stelle dieses Levels. Und zwar haben wir hier diesen Drehschalter, den wir bei dieses Drehdingen. Und ihr seht, wir können es drehen, um das Tor zu öffnen. Aber wir werden von Lykanern aufgehalten. Was uns natürlich nicht wirklich freut. Was aber auch kein großes Problem ist. Man kloppt einfach ein bisschen auf die Lykaner drauf. Besiegt sie. Und jetzt muss man relativ flott sein, damit dieses Tor zu öffnen. Man hat eigentlich ausreichend Zeit. Aber man sollte schon wirklich, sobald man den letzten Werwolf besiegt hat, damit anfangen. Denn die werden in kurzer Zeit wieder spawnen. Wir werden jetzt auch nochmal sehen, dass sie... Ja, genau. Die kündigen sich übrigens immer über so einem Heulen, so ein Knurren an. Und insofern solltet ihr schon dazu in der Lage sein, dann rechtzeitig den Hebel nochmal loszulassen. Solltet ihr nicht schnell genug sein beim zweiten Mal. Ihr könnt den Hebel übrigens nicht betätigen, bevor sie das erste Mal kommen. Ja, ihr müsst ihn erstmal greifen, damit die aktiviert werden, aber ja, danach müsst ihr eigentlich nur warten, dass die kommen und dann, ihr könnt das Tor nicht öffnen, das erste Mal, weil sie euch dann irgendwann angreifen werden und dann ist eh alles nicht mehr machbar. Das heißt, holt eure Silberdolche raus oder so, ich weiß es nicht. Wer sich für mein Privatleben interessiert, dem kann ich sagen, dass ich da an meiner Tapete jetzt ein paar Blutflecken habe von gestern, weil da war so eine Spinne an der Wand und ich weiß nicht. Jede Kreatur ist für eine bestimmte Waffe besonders anfällig. Wer ein bisschen überlegt, kann die Schwachstelle einer jeden Kreatur erraten und dieses Wissen gegen sie einsetzen. Ich werde mir ein paar Notizen machen, um mir das alles zu merken. Eine Art Bestiarium, das mir zu jeder Kreatur sagen kann, was ich wissen muss und wie ich sie am besten besiegen kann. Das ist sehr interessant, jedenfalls, ja, ich weiß nicht, ich fand die so eklig und ich habe mir dann vorgestellt, wie ich schlafe und die dann zu mir kommt und mir in den Mund kriecht und dann... musste ich die einfach töten, es ging nicht anders. Ich weiß, man soll keine Spinnen töten und es tat mir in dem Moment auch leid. Aber es ging echt nicht anders. Meine Herren, habe ich mich gestern erschrocken. Ich sitze hier am PC, so nett, schreib was und auf einmal, zack, kommt halt dieses Viech. Und ich dachte nur, holy shit. What the hell is happening to me? What's happening to me? I'm dying from the inside. Body hurts too much to tell. Jedenfalls sind wir kurz vorm Ende des Levels, aber... Und ich dachte eigentlich, das hier ist eine Folge, die eine halbe Stunde lang geht. Hab mich da aber vertan. Hab mich da völlig vertan. Und überleg, ob das war, weil ich einmal nicht gemerkt hatte, dass ich die Folge hier in zwei teilen muss. Also diesen Part, den ich aufgenommen hatte. Weil dann auch die Mission hinten dran war, das hatte ich erst nicht gemerkt. Dann war es wirklich eine halbe Stunde lang etwa. Oder ob die nächste Folge tatsächlich über 20 Minuten dauert, ich weiß es gerade nicht. Es wird sicherlich noch Folgen geben, die mehr als
Mal Verzeihung, ich musste die ganze Zeit gähnen. Ich bin noch kaum richtig wach, glaube ich. Es wird sicherlich noch Folgen geben, die über 20 Minuten gehen. Jedenfalls haben wir hier folgende Situation, genau. Wir haben da diesen Flock, diesen Keil, diesen Schalter, diesen Hebel, was auch immer, wie man das jetzt auch immer nennen will. Dieses Stück totes Holz und die Goblins werden den immer wieder aufnehmen. Da habt ihr es gerade unten im Bild gesehen. Und wir müssen uns an sich jetzt diesen Flock erkämpfen, aber müssen natürlich erstmal alle Goblins besiegen, denn da vorne seht ihr wieder so einen Schalter oder was auch immer das sein soll. Na, und jetzt haben wir alle Goblins besiegt und deswegen kommt diese Sequenz. Jedenfalls, ja, muss man an sich erstmal alle Goblins besiegen, weil man sonst natürlich keine Ruhe dabei hat, diese Viecher zu besiegen. Und das da ist ein höherer Lykanthrop. Und, mir ist gestern, nee, vorgestern, also als ich diese Folge jetzt erstmal aufgenommen habe und ich habe es auch lang und breit erklärt, aufgefallen, dass man in dieser Sequenz, die jetzt gerade eben kam, und schaltet nochmal zurück und schaut es euch nochmal an, man sieht in der ersten Einstellung hundertprozentig, dass ihm da was zwischen den Beinen baumelt. Dieser junge Mann hat einen Cojones, einen Bibabimbam, einen Penis, meine Damen und Herren, einen Penis. Es ist unglaublich. Es ist mir vorher nie aufgefallen. Erst das eine Mal, das hat mich in dem Moment, als ich es rausgekommen habe, bei der letzten Aufnahme sowas von erfreut. Jedenfalls an sich ist ja kein Problem. Wir haben ihn jetzt auch schon besiegt. Er blinkt. Und wenn dieser Gegner blinkt, und es wird auch immer mehr Gegner geben, die auch mal blinken, wenn man sie genug geschädigt hat, dann kann man so ein Quicktime-Event durch eine Greifattacke auslösen. Und dann ist das alles kein großes Problem. Also an sich, ja, sind diese höheren Lykanthropen auch nicht so dermaßen schlimm. Nicht alleine zumindest. Können aber ziemlich scheiße werden, wenn sie zu mehreren auftauchen. Sind aber, wie ihr seht, gegen Silberdolche ziemlich schwach. Also nehmt einfach eure Silberdolche, packt eure Silberdolche aus und haut ordentlich mit den Silberdolchen drauf. Achtet aber darauf, dass die ziemlich gut im Ausweichen sind. Schaut also, dass ihr die vielleicht eher einsetzt, wenn die höheren Lykanthropen gerade selber einen Angriff starten oder aufladen. Wenn sie also irgendwie in der Situation sind, in der sie gerade nicht ausweichen können, denn sonst werden sie es in 99,9% aller Fälle tun. Komma Periode 9%, möchte ich dazu erwähnen. Wird dem sonst nicht gerecht. Aber wie auch immer, das war der Eingang des Labyrinths, meine Damen und Herren. Ich bin Jafar Anjuhal und das war die 8. Folge meines Castlevania Lords of Shadow Let's Plays. Wir sehen uns in Folge 9. Bis dann, meine Besten. Ciao.